wir sind heute hier in Hamburg. Wir haben es offiziell geschafft. Wir dürfen ein offizielles Offline-FIFA-Turnier veranstalten mit 30.000 Euro Preisgeld. Wir haben mit die besten Spieler der Welt eingeladen. Stimmung ist so unfassbar geil. Eli liefert so ab. Ich habe Tore gesehen. Unfassbar und unglaubliche Tabellensituation. Das ist Hex at its best. Oh, da ist sie, da ist sie, da ist er! Das ist der Eli Geller Xmas Cup, sponsored by Cosmos Direkt. Den macht er! Unfassbar! 3-2 kurz vor Ende hier! Bist du denn? Das ist vollkommen Wahnsinn! Hallo und herzlich willkommen. Warte mal. Der ist 1-0 Hamburg. Der ist drin. 1-0 Hamburg. Ja oder nein, er drückt ab. Tor! Oh Tor! 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 Das gibt's nicht. Ich sitz da in Unterhose, völlig am Arbeiten. Ching, chang, chang. Freunde, wir sind jetzt hier im Finale. Tex ist im Finale gegen Isas. Komm, Mitte. Nein, er macht's nicht. Er wird dort steuern. Oh, oh mein Gott. Der dreht sich einfach nur rum. Der Wahnsinn. Er dreht sich einfach nur rum. Der Wahnsinn. Das Zirkus-Tisch. Isas gewinnt. Unfassbar. 1000 Euro bei seinem ersten Offline-Event. Jetzt tut ein bisschen weh, aber wir sind Männer. Wir haben Ziele. Wir sind Ziele, wir haben einen Traum. Fokus, 1, 2, 3. Fokus. Ja, mach auf, du bist. 1, 2, 3, Fokus. Wer, was du spielst gegen wen? Gegen Adriemann spielst du, ne? Junge, ich war echt sehr froh, dass ich gegen den spiele, ne? Wow, Digga, Alter. Nicht weil der schlecht, die sind alle krass, ja. Aber das ist nicht so eine Nervensäge, der die ganze Zeit Ball hält. Achso, er spielt nach vorne. Ich kann natürlich gegen Need, natürlich kann ich 0-6 verlieren, aber ich kann auch 6-0 gewinnen. Spiel dein Spiel, mach dein Ding. Ich hab Donovan, my friend, how are you? I'm fantastic. Yes. Fantastic. What do you think about your opponent? Was ist mein Englisch? Opponent? Wie gut? He's good, you know. Yeah. He's good. He's good. I played him in a few warm-up games and yeah, he's good. So not the nicest game, but warm-up games. What was the result? So we warm game like before the last qualifier, not at this one. Okay. Are you growing a beard? Before. Hey, stop looking. Do you know it's best of two? Best of two. Yeah. Both Ergebnis, results. Combined. Focus, concentrate. Yeah. So, wir gehen mal hier rum. Wir suchen mal ein paar gebrochene Leute auch. Da werden die nämlich jetzt sein. Sehr gebrochen. Kokorai wird sehr gebrochen. Nein, lass es. Kokorai, hör mal zu. Du hast dich doch für teuer verkauft. Ich weiß selbst. Der Gegner weiß selbst nicht. Nein, ganz ruhig. Du hast dich teuer verkauft. VfL Bochum. Du hast dich teuer verkauft. Du warst ein guter Gegner. Du hast dich wirklich viele. Ich habe den Chat gesehen. Alle meinten Kokorai. Man denkt, er hat gerade 90 Minuten. Ja, aber hat er auch, glaube ich, ne? Hat er auch. Koray, du warst trotzdem super, ehrlich. Es ist FIFA, ich kenne das. Was glaubst du, wie oft ich schon 20-0 geholt hätte? Hä? Es interessiert zwar niemanden, aber okay. Oh, das können wir gerne mal auch der Regie zeigen. Es, ich kann das Löschrige verstehen. 3-2 Schüsse. Nee, warte, 3 zu 2, 11-3 Schüsse. Ist natürlich eine unangenehme Situation jetzt, aber was soll ich euch erzählen? Dolle, wie fühlst du dich? Ja, ganz gut. Ein Spiel nur verloren in der Gruppenphase. Ja. Also kann jetzt natürlich alles passieren, Knockouts, ein Best of Two gegen H. Hetzers. Ah, der Italiener? Genau. Okay, der ist aber sehr gut, ne? Ist ja, Gruppenzweiter geworden. Nee, du sagst es mal weiter so. Aber du musst in den Tunnel, Danach, ab Halbfinale werden die Spiele einzeln gezeigt. Mach dein Ding, spiel dein Spiel, steh den Stiefel runter. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Wir gehen weiter. Ah, Maestro. Hello. I say after the first game you. I gonna qualify. Yes. Yeah. I believe in you. I say you qualified, no problem. He is one of the best players. My partner says no. I mean, chill and wait. Yeah. And you have. So I lost against Muschi. For me, is one of the best players. Yes. Muschi is crazy. So yeah, I try to focus and with my coach, I qualify. It's coach. You are the coach. Yeah, it's my coach. Yeah, I have so many roles: coach, manager, video maker, and more. I don't know. Oh, wait. That's a girlfriend. Love. Sacre bleu, chat. Oh, je mouille, Okay, Wusste ich nicht. Eiffelturm. Okay. Und wir sind auch schon parat und gehen rein, würde ich sagen. Unfassbare Skills, ne? Beim 18er FIFA hat er, glaube ich, wir gucken mal drauf, ob er jetzt das Tor macht. Oh, Ball noch warm, ne? Jetzt ist er raus. Direkt das erste Tor zu schießen und bestmöglich früh.
Erstmals Olli Bolli vorm Tor, ja, aber das ist kein Problem. Und das andere Spiel hat auch angefangen und wir haben das erste Tor. Mo Ober geht da in Führung beim anderen Match. Ja, solange du das nächste dann gewinnst, ist alles gut. So, was macht Tex? Der flankt. Flanken sind unglaublich fies. Das ist zwar nicht gerade das Spiel, das ist das andere Spiel. Da sind wir drin, Mo Obers Expertise. Aber die haben hier schon oft zum Erfolg geführt heute. Mo Ober versucht zu dominieren, den Sportskameraden Adriman. Ihr seht das oben links, Dux Adriman, also das ist das Team. Aber Mo Ober kommt. Mo Ober kommt, Mo Ober bleibt hängen. Ich habe selber so mit Arm gehabt Probleme, aber Respekt, was der macht, wirklich. Tor! Und guck hier rechts, Hakus 2-0. Junge, 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 Mo Ober mit dem 2-0. Zack, zack, zack. Wahnsinn. Und wie so viele mit R9, mit der Icon Card. Schön mal breit gemacht. Das ist, glaube ich, wichtig gegen Tex. Oh! Und dann kann es halt auch mal mit Glück einen Treffer geben. Und dann bin ich gespannt, wie Tex darauf reagiert. Zweite Stange. Oh! Sehr schön, der Call hier. Zweite Stange von Eldos. Das kennen wir von ihm. Und Tex. Ja. Tex macht's. Und 35. Ingame. Du hast vorhin schon ein bisschen gesagt. Ja, ne? Die Flanken als Schlüssel. Und übrigens, ja, kam gerade auch die Frage im Chat, Hin- und Rückspiel. Und wenn es dann unentschieden steht, dann geht's in die Verlängerung. Aber vor einem starken Megabit und einem überraschend starken Orange Dodge. Er nimmt ihn nochmal runter mit aller Muße. Jetzt ist der Weg zu. Hat er, aber der hat die Skills, der hat die Skills noch. Das war ein kurzer FIFA 19 Tex. Ja. Viele spielen ja mit der Icon Card R9. Und das ist ein Kopfballtor. Das sind, weißt du, was das ist? Boah. Das sind sogenannte Hakus-Flanken. Ehrlich, das sind Mo Classics da. Gegen Mondi sogar. Ah, ist das gut. Ist das gut. Und haben wir vorhin noch beim 06 gesagt, Gehaltskürzung von Eli? Nee. Mo Ober. Ich habe vor dem Spiel gesagt, vor dem ganzen Turnierbeginn, der ist heute mein Favorit. Mal gucken, ob er es hält. Ja, jetzt muss er schnell machen. Einmal ist das letzte Drittel so ein Spalt offen, so ein Spalt offen. Gut, nochmal zurücklegen. Nein, immer wieder fragt der Chat, woher kommt Tex? Tex ist Engländer, seht ihr rechts unten eingeblendet anhand der Farbe. 19 Jahre alt, vom Team Fnatic. Donovan Hunt, sein bürgerlicher Name. 5 Food Champions Cup Wins. Und er gehört zum engeren Favoritenkreis. Genau wie Mo Ober. Aber jetzt erstmal Olli Bolli. Das ist so, korrigier mich, wenn es falsch ist, aber es ist so der allerletzte Pass, der immer fehlt. Sonst sieht das bei Olli Bolli super sauber aus. Stimmt, ja. Ist ja auch nur 1-0, ist ja gar nichts Hinspiel. Genau. Abseits, abseits. Boah, geht's. Text nochmal nach hinten. Text, oh. Bravo, und bravo. Das ist FIFA at its best, ne? Das kannst du im Grunde genommen nicht verteidigen. Es sei denn, du quittest. Aber das darf man nicht hier. Super Pass, super Pass. Oh, das ist brillant. Boah, das ist brillant gespielt. 1-3. Jetzt haben wir wieder ein Spiel. Oha. Jetzt schnell vielleicht rechts rüber, 1-6. Ja, genau, der Pass ist es, aber jetzt wer ist im Zentrum? Aha, ist der Winkel zu spitz, muss er fast machen, aber Zentrum war auch dicht. Und die Fragen kommen immer wieder auf, was Eli und Sid und Willi announced haben. Ein Wasser mit Geschmack. Und, oh, das wäre fast ein Tor mit Geschmack gewesen. Und dann hätten wir wirklich nochmal Geschmäckle drin gehabt. Wir haben hier in der Gruppenphase oft Eldos gesprochen. Das ist es gewesen. 3-1, aber es ist noch ein bisschen was drin im Rückspiel eventuell für den Spanier Adriman. Mo Ober schon eine souveräne Leistung gezeigt, Eldos. Aber es ist noch nicht alles entschieden. Genau, jetzt Rückspiel, wenn die anderen ein bisschen pressen, jetzt die hinten liegen, könnte es ein bisschen ekliger werden. Aber sehr souverän Hinspiel von Tex und Mo. Es geht auf jeden Fall weiter und dann sneaken wir uns hier auch rein. Wir beginnen mit Tex im Spiel. Ja, sehr schön. Wir sehen, der wird zu 100% treffen jetzt, Olli Bolli. Oh, das wäre natürlich Balsam. Die Flanke ist gut. Und das meine ich, diese engen Duelle. Es war zwar nicht im Mittelfeld, sondern jetzt irgendwie im letzten Drittel, aber irgendwie holt die immer Tex. Bei Regie vielleicht drüber schalten bei Mo. Jawohl. Oh, sehr gut. War stark, schnell rüber geschaltet. Danke, Regie. Na, Mo ist extrem nah am Screen. Viele sind nah am Screen. Ja, machen alle den Umut, ne? Ja, der Umut Classic. Eine Icon-Karte ist erlaubt. 3 Spieler über 90. Oh, den wollte er rüberlegen. Mbappé für Tex. Den hat fast jeder. Da hast du gesagt, die Duelle kriegt er? Na. Ja. Erstmal auf Ballsicherheit, auch wenn er den dann in zweiter Instanz trotzdem verliert. Oh, Adri. Oh, sehr gut verteidigt von Mo. Aber er bekommt den Rebound. Und er neu macht den. Adri 2-3. Boah, und habt ihr das gesehen? Mo Ober richtig genervt.
Das war unlucky, aber sehr gut gemacht, der letzte Lasker von Adri. Und dann nochmal ins Eck mit einem neuen, sehr gutes Tor. Aber Tex jetzt in den Rückraum vielleicht? Das könnte die Entscheidung sein. Er findet ihn. Oh, irgendwie gerade noch. Der Klostermann hat den gut weggeblockt. Ein Stück Wade, ja. Oh, Tex, oh. Links rüber, er muss den. Er muss hier rüber. Oh mein Gott. Boah. Das war ein ganz enges Ding und wir haben ein Tor. Abseits. In der anderen Partie, Klammer auf, nicht Ausrufezeichen, Klammer zu. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, alle Deutsche kurz vorm Ausstand scheiden, aber Mooba hält die Fahne hoch. Noch. Wir gucken erstmal auf Olli Bolli gegen Tex. Wie schießt man gegen diesen Tex eigentlich ein Tor? Die Frage ist unbeantwortet und Tex spielt seinen Stiefel weiter souverän runter. Wir schalten rüber, Regie. Wir schalten rüber und zwar genau im richtigen Moment. Adri mit Zeit. Der Riesenchance. Ah. Ihr habt es gehört von Eli. Dullenmaik liegt oh hinten. Oh mein Gott! Mein Gott, es ist so eng. Torwart. Es ist so eng. Hilfe! Edwin van der Sar für Mo. 3-2 weiter. Weiter. Elis Bruder Alter und Mo Ober feiern. Der gehandicapte Mo Ober, der Weltmeister von 2019, packt's, aber er zollt sofort seinem Gegner Respekt. Eli, und das ist halt das Geile an Offline-Cups. Du kannst direkt rübergehen zu deinem Gegner. Machen es auch super. Abklatschen. Alle. Respekt an Adri. Ganz kurz bevor, ich kenne die Ergebnisse nicht, ich weiß nur, was ungefähr vor 30, 40 Ingame-Minuten der Stand war. Du bist, glaube ich, der einzige Deutsche, der noch im Turnier ist. Junge. Es sind, glaube ich, 5 oder ich glaube, es sind alle rausgeflogen. Ich bin mir nicht sicher. Keine zu 100%ige Aussage. Die Ergebnisse werden gerade nachgeguckt. Mo hatte gerade das absolute Ölerspiel. Bruder, was hast du für ein super Torwart-Steuerspiel gehabt? Sag dir ehrlich, ich bin der beste Torwart. Bruder, das war geisteskrank. Er schießt nach links, mit links. Das war verrückt bei dieser mit R9. Mit R9 das Ding, Digga. 88. oder so. Auch Hilfe. Kopfball, der war auch noch vor einem Meter. Ja, ich bin auch schon hast du den Torwart gesteuert? Ja, ja. Alter Schwede. Immer. Wir sind jetzt hier, Freunde. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt zusammen die Ergebnisse an. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Wir sehen direkt, wer weitergekommen ist. Adrian ist gegen Feldmann weitergekommen. Olli Bolli ist rausgeflogen gegen Tex. Maestro hat Sakul rausgehauen, Freunde. Auf der anderen Seite ist Musti rausgeflogen gegen Olietto. Umut rausgeflogen gegen Andoni. Predator rausgeflogen gegen Levi. Und Dullenmaik rausgeflogen gegen Hevers. Alle Deutsche sind rausgeflogen. So, wir gehen zum ersten Gebrochenen. Sakul, es ist okay. Wie viel hast du? Ich kenne die Ergebnisse nicht, ne? Ich weiß nur, dass es 6-1 stand irgendwann mal. Ich kenne das Ergebnis leider auch nicht. Nein. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, Mann. Aber du hast trotzdem sehr gut gespielt bei dem Event hier. Guck mal, wie viele krasse Spieler am Start waren. Du hast es geschafft, in die K.O.-Phase einzuziehen. Ist gut, ja. Und hast gegen Maestro gespielt, der halt schon sehr stark ist, muss man dazu sagen. Er ist stark. Vor allem offensiv war richtig, richtig gut. Maestro ist sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. Aber ich wirklich stark, sehr cool. Ich bin stolz. Ich bin stolz auf dich. Jetzt mach weiter so. Sag mal, ja? Guck mal, Dulle, alle Ali, gebrochen. Musti, Umut. Gebrochene Menschen. Es ist okay, Jungs, ganz ruhig. Ihr habt gut gespielt? Nein, hör auf. Guck dir das mal an, wie viele hier da sind. Ich mache einen Kiosk auf, doch. Ich mache auch einen Kiosk auf. Jo, das hier ist wirklich der gebrochene Club. Guck mal, ihr habt die K.O.-Phase erreicht in so einem Event. 90.000 Leute sind stolz auf euch. Ich habe gelesen, trotzdem GG. Wie viel hast du denn gespielt? Ich habe gesehen, es stand 5-3. Leider, ja. Also leider lag ich relativ schnell 3-0 hinten und dann ist es sehr schwer davon zurückgekommen. Ich habe auch ein paar verbale Ausdrücke gehört. Ja, da halte ich mich bedeckt auf jeden Fall. Leider sind auch meine AirPods geflogen am Ende. Habe ich gesehen. Okay. Am Ende 4-6 leider verloren. Mhm. GG natürlich an Hezos. Gut verdient gewonnen, bin ich ehrlich. Okay. Wie sieht's aus, Amussi? Sei nicht traurig. Du hast gut. Erstes Event, wirklich. Okay. Erzähl ein bisschen, wie viel hast du gespielt? 6-3 oder so, ne? Ja. 6-3? 9-3 verloren. Okay. Ist das klar? Er hat noch ein paar Tore geschossen. 6-3. 6-3 ist okay. 6-3. 3-2. Ja, Olito ist sehr, sehr erfahrener Spieler. Also ich kann nicht sagen. Er aber hast du nicht geführt? Doch. Du hast geführt? Zwei random Elfmeter bekommen. Hast du 2-0 geführt? Zufällig? Nein, also ich habe 1-0 geschossen. Ja. 1-1. Ja. Dann 2-1. Und dann hat er Elfmeter geschenkt bekommen. Habe ich gehalten. Da hat er noch eine hat er reingemacht und dann ist okay. War ich weg. Aber trotzdem, es war sein erstes Event, Freunde. Du hast wirklich gut gespielt. Danke. Wirklich. Kore, dich habe ich schon. Das ist okay. Ali, erzähl's. Ich werde ich mache auch. Nein, guck mal. Ehrlich, warum? Wirklich? Jetzt ohne Scheiß? Nein, pass auf, aber okay. Nein. Du hast gut gespielt. Wie viel? Levi, Hinspiel 4-0, ne? Ja. Rückspiel? 0-2. Also 0-6. Aber er war auch gut, oder? Er ist der Beste, safe. Ja. Und mit Siegen. Nee. Guck mal, ich sag nichts. Aber ich sag so nach jedem Tor, ich drehe mich zu Jeff. Ich
sag ich so, hä? Aber 6-0 ist schon, also, ja. Ist er gut in der Abwehr? Wahrscheinlich. Der ist der Beste. Also, wirklich? Es war ein Punkt, da dachte ich mir einfach so, Digga, ich muss Zirkus-Rätsel von Gizeh lösen, Digga, um einen Kopf schießen. Ich hab das von voll vielen gehört, dass Levi extrem krass in der Abwehr sein soll. Die Besten sind bis jetzt Levi und Tex in der Abwehr. Ja. Ich glaube, die haben die wenigsten Gegentore kassiert. Erzähl was. Und ich habe in der 70. AirPods von Dullen gegen mein Bein bekommen, Alter. Aber es ist okay, wir gehen mal. Umut, wo ist sehr gebrochen, ne, wahrscheinlich? Ich bin sauer, Eli. Nein. Bin wie viel sauer. Hast du gespielt? 5-2 verloren am Ende. Wegen Druck und so, dies, das. Keine verbalen Ausdrücke. Habe ich schon hinter mir, die verbalen Ausdrücke. Sag ich dir jetzt ehrlich. Ja, wie war es denn? Ja, er hat das Hinspiel 2-1 gewonnen. Ja. Der hat so einen geschenkten Elfmeter bekommen. Da mache ich 2-2 direkt am Anfang. Hat dann Anschlussglitch gemacht. Direkt, ich mache Tor, er macht wieder Tor. Ich hasse dieses Spiel. Ja. Hat er 3-2 geführt und dann ab 75 oder so habe ich aufgemacht. Hat er 2 Tore noch gemacht. Du weißt, sind alle rausgeflogen, ne? Mo ist einfach der Einzige. Ja, weil wir Deutschen schlecht sind anscheinend. Ich verstehe es nicht. 20 Millionen Deutsche sind dabei. Ja, es ist krass. Die sind echt, muss man dazu sagen, also die sind auch gut hier alle, ne? Freunde, ganz kurz, sie kennt sich jetzt nicht so krass aus im E-Sport. Sie kennt sich schon, also sie weiß, wer das ist und so. Aber ich muss sie da auf jeden Fall unterstützen. Der Chat hat sich das gewünscht, das ist für euch. Mhm. Und Levi ist hier, der jetzt am Ball ist. Dunkelblau und er führt 1-0. Oh, 1-0. 1-0, Levi, 1-0. In der dritten Minute. 1-0, Levi, der Favorit geht hier direkt in Führung, Freunde. Der Ball ist im Strafraum und zurück und wieder nach vorne. Warte, was passiert da? Oh mein Gott! Krass geschossen. Krass. 100.000 Zuschauer auf ein FIFA-Event. Das ist völlig krass. Oh mein Gott, was ein Kacktor! Und wer hat es geschossen? Levi. Levi, okay. Levi 2-1. Mo ist tatsächlich der einzige Deutsche, der noch hier am Start ist. Es sind einfach alle rausgeflogen in der letzten Runde. Mo spielt hier mit einem gebrochenen Finger und ist trotzdem hier super am Start. Ich habe gestern noch mit ihm geredet gehabt. Da meinte er, oh, ich glaube, ich fliege in der Gruppenphase raus. Ich habe mir den Jungen genommen, ich habe ihn aufgebaut wie ein Weltmeister. Ich habe Motivationsreden geschrieben. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Oder? Jetzt seien wir ehrlich. Ja, aber ich muss sagen, Mo kommt relativ entspannt rüber heute. Ja, Mo kommt sehr entspannt rüber. So, ich lasse dich mal wieder hier ran. Oh, zeig mal, Mo! Nein! Was hat er falsch gemacht? Weiß nicht. Ja, lasst einen Prime-Sub da. Jo. Und danke. 2-2. Vielleicht noch danke an jeden Einzelnen, der zuschaut. Ja. Ohne euch wäre das nicht möglich. Ja, ja. Also ich sehe hier sehr viele 10 von 10, Freunde. Und ich... Oh mein Gott! 3-2 für Hisas, Freunde. Erst Moos Ersatzbank und ich. Oh! Oh, und okay. Im Finale sind dann... Oh, 1-0 Mo. 1-0 für Mo. 1-0 ja. Für Super. Mo. Wieder mit Ronaldo. Wieder mit R9. Der schießt echt viele Tore. Ja. Mo führt 1-0, guckt auf seine Reaktion. Der ist sehr, sehr kühl. Und wie gesagt, es laufen noch parallel Fnatic Tags. Und 4-2. 4-2 für Hisas. Also ist das Ding durch, oder? Nein, das ist nicht durch. Noch gar nicht durch. Das Ding ist, da ist nichts durch. Da kann noch alles passieren. Es steht 4-2. Aber der Favorit liegt sozusagen 4-2 hinten. Also hier kann man ja nichts gewinnen. Und Mo? Oh! Die Seite gibt es seit einer Stunde ungefähr. Und hier gibt es Levi. Und er kommt noch dran. Ein Tor. 4-3. Das ist genau das, was du meintest, mit der Differenz von 2 Toren. Siehst du? Ja. Du sitzt hier neben einem Top-100-Trader und neben einem, der das Spiel durchgespielt hat, Melina. Ja. Oh, guck mal. Da geht's zur Sache. Oh, 4-4, letzte Sekunde. Genau das, was du meintest. 4-4. 4-4. Und was sage ich jedes Mal? Nicht drauf ausruhen, wenn man 2 Tore im Vorsprung ist. Du musst weiter drauftreten. Genau. Man muss drauftreten. Schick ich das schon? Ja. Einfach mal so spontan. Schön. Verlierer muss eine Woche lang die Wohnung aufräumen. Okay, komm. Ching, Shang, Shang. Moment, Wiederholung. Warum? Weil ich es vor dir gemacht habe. Ja, das Das machst du immer, nochmal. Okay. Scheiße. 3-1. Text hat, also ganz kurz, Hinspiel habe ich jetzt alle. Hinspiel, Hesa gegen... Und Mo schießt das 1-0. Schon Mo wieder so schnell. Schießt das Super. 1-0. Ich krieg... Mo führt overall 2-0, Chat. Mo overall 2-0. Er macht direkt in der dritten Minute ein Tor. Ja. Willst du nicht den weiblichen Zuschauern irgendwie mal Eldos was organisieren? Hier? Oh, warte mal, Mo. Schreibt Eldos gerne 3-0. In DM. Mo 3-0. Super, stark. 2-0, Edi. Siehst du das? Achso. Das Tor hat geschossen Mbappé. Ja. Spielt Jordan?
Nee, ne? Welche? Oh mein Gott! Welche Deutschen Was sind war noch das im Turnier? Für ein Tor? Nur noch Mo. Nur noch Mo. Guck mal das Tor an. Ja, die skippen durch. Von jedes Messi. Mal. In der 27. Minute. Ich küsse deine Glatze. Sie schwitzt und du siehst so gut aus, Lenny. Denn oh! 5-5, Levi. Wow, okay. Weißt du, was ich so cool finde? Das geht so schnell. Ja, hier passiert ne? viel. Beim ne? echten Fußball muss man immer so lange warten. Bist du ein Torfan? Ja, 90 ja. Minuten halt. Textergebnis. Regie, wie viel steht's bei Text? Ganz kurz. Oh, Levi, 6-5. Tex gegen Maestro, Hinspiel 3-2. Ich lasse mir das Ergebnis durchgeben. For the English people, Tex is 4-3 in front. Was heißt, ich wiederhole? I repeat. Tex 4, Maestro 3. Jetzt auf Französisch. Du kannst auf Französisch. Wie viel? Was sind denn die Punkte? Tex. Die Punkte, Chat. Oh, Tor, Mo. Mo 4-0. Ich will seine Glatze jetzt küssen. Wow. Er guckt mich an, er weiß, dass ich zugucke. Sag, ja. Maestro liegt 4-3 hinten gegen Tex. Mach ich gleich. Was bist du? Wie peinlich, sie kennt's nicht, sie weiß es nicht. Doch, ich kann's, aber so keiner versteht's. Frag jetzt. Ist nicht unnötig? Nein, du. Nein. Das ist ja Quatsch. Das, jetzt hast du dich blamiert vor 100.000 Leuten. Ich bekomme immer alle griechischen Ausdrücke gegen den Kopf geschmissen. Oh mein Gott. 6-6-4. Oh, warte mal. Mo. Und Mo liegt 4-1 hinten. Was? Hatte gerade das 4-1 bekommen. Ach so. Und ihr wisst nicht, was das für eine Aktion war, dieses ganze Turnier. Mo kann den Sack zumachen. Er macht den Sack zu. Glaube ich persönlich. 5-1. Da können wir dann raten, in welche Ecke geschossen wird. Oh, Pfosten. 11 Meter, jetzt kannst du Stange. Auch raten. Jetzt kannst du raten, schnell. Welche Ecke? Ich sage oben links. Und du? Ich sag Mitte, um noch eine Woche putzen. Edi. Guck jetzt. Oh mein Scheiße. Gott! Nochmal! Ach du Scheiße! 2 Wochen putzen, Hilfe! Er lüpft in die Mitte. Lupfen. Oh! Fast. Oho. Es ist so. 6-1, Mo. Nee, 6-1. Ehrlich. Ist das krass. Aber wir haben sogar 2G plus gemacht. Ja. So als. Ja, so um ganz, ganz sicher zu gehen. Und Mo wird hier das 7-1 machen. Ja. Yep. Mo 7-1. Krass. Super, sehr krass, gut. Krass. Oh mein Gott! Van der Sar mit Schuhgröße 47. Ja. Und er hat den letzten Angriff. Er muss jetzt nach vorne. Wenn er jetzt ein Tor schießt. Dann. Er hätte nach vorne spielen müssen. Ja. Aber wir haben. Es geht in die Verlängerung. Wir haben die Verlängerung. Mo hat sein Spiel gewonnen. 6-1 gewinnt Mo. Oder 7. Ich weiß gar nicht. 6 oder 7-1. Krass. Oh, das heißt, ein Halbfinale wird Mo gegen Tex sein. Hilfe. Mhm. Overall führt Olietto 4-1, Freunde. Und wird damit auch ins Halbfinale. Also Olietto wird im Halbfinale stehen gegen den Gewinner von diesem Spiel. Ginola. Oh. Ja, einmal beim Illegaler Cup Real Life. Da hatten wir 140. Aber das ist auch nicht vergleichbar. FIFA. Das ist nochmal was anderes. Freunde, wir sind hier deutschsprachig. Das ist wirklich, wir brechen hier gerade Rekorde. Ich bin euch sehr dankbar. Und Lüpfen. Ah. Oh, okay. Nochmal gerettet. Ist das rechts außen, Eli? Ja. Rechts außen, über die Mitte. Was? Hä? Keine Ahnung. Guck mal jetzt, ich sag, er wird letzten Angriff ausspielen. Guck jetzt. Ich glaube, er wird es versuchen, aber der wird abgeblockt. Krass. 7-6. Grünes Time-Finish von meinem Freund erneuern. Wir sind befreundet. Ich gönn's hier jedem. Und es ist wirklich cool, wie sympathisch auch alle sind. Ich sind muss sehr auch dankbar. Ehrlich sagen, jeder, mit dem ich gesprochen habe, war echt. Wem hast du gesprochen? So, wer hat dich angemacht? Ich habe mich manchmal so mit Leuten unterhalten, die waren alle sehr nett. Haben die mit dir geflirtet? Die grüßen auch alle. Nein, Edi. Foul. Levi kriegt noch einen Angriff. Levi, oder ist Freistoß für Rot? Freistoß für Rot. Rot, das Ding ist durch. Also Levi für ist raus. Levi ist rausgeflogen, Freunde. GG trotzdem. Das heißt, Hisas ist im Halbfinale. Gibt's da einen Handshake? Gibt es da einen Handshake? Es gibt einen Handshake. Das ist schön, siehst das du mal. Ja, das Spiel. Levi ist gebrochen, Freunde. Was willst du machen? Ehrlich, nice. 1, 2, 3, Fokus. Ich habe geschwärmt von dir. Du bist der Beste. Mach weiter so. Danke, Mann. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Super. Sag was zum Spiel. 6 Poletten hat der Mann eingeschenkt bekommen. Aber auch GG an ihn. Aber der war, also ist halt geil, wenn du führst und dann kannst du ein bisschen Ball besitzen. Ja. Gegen Adrian, 75% Ballbesitz. Hattest du? 75. Noch nie gehabt. Boah, man muss. Weißt du? Das ist krass. Ja, läuft. Also ich bin sehr zufrieden. Langsam tut die Hand sehr, sehr weh, muss man sagen. Ehrlich? Ja, ich habe schon kühle Sachen und so geholt. Ich darf nicht so lange zocken. Ich darf nur 2-3 Stunden zocken. Langsam ist vorbei. Aber ich kämpfe. Du spielst auch immer besser, hä? Du wirst gerade immer besser, finde ich. Erstes Spiel 6-0. Ich hab mir überlegt, Digga, was ist denn hier los? Also im Dings da. Seitdem rasierst du hier alle weg. Junge, ich habe auch noch Danny hinter mir, Pro, und der sagt, Junge, mach jetzt Rainbow Elastico, mach jetzt
verliert ihn komplett. Und ich denke mir, Junge, der tut mir voll leid. Halbfinale, cool. Mo gegen Tex. Und Olieto gegen Hisas. It's okay, Levi. It's okay. Very. Oh, you saw the game? Yes, I saw. What do I need to do? Very tough game. Very tough game. 7-6. But you, my chat love you. My chat love you. 100. I love you too. 110,000 viewer. Yeah, that's nice. Insane. Right? Levi, Levi, go forward, go forward. I love the people in the chat too. I love them. I think I could have won it, but in FIFA you need luck sometimes, you know? Yeah. And if it's against you, yeah, shit happens. Yeah, it's okay. You are very schade, Jungs. Sag ich nochmal, was? Schade, Jungs. Noch, was kannst du noch? Deutsch? Zu krass, Digga. Zu krass, Digga. Ich kann Deutsch sprechen. Voll gut. Ein bisschen, aber ich verstehe alles. Du verstehst mich? Ja. Warum redest du denn ganz Englisch? Verstehst du mich? Ja. Du bist cool. Thank you. He's not my friend. Very nice game. Thanks. Very, very nice game. 7-6, R9. Green time finish, yeah. And then green time finished. Very tough game. Yeah, it is a very hard game, but because Levi is one of the best players, so it will never easy with him. It's very difficult to play against him. But what do you think, Olieto? What is he? Yeah, Ole is also him, one of the best. Yes. So it will be another game like that. I hope to win again, but he's watching me weird right now. 110,000 people in the live stream and supporting. Fans liked how you played. Yes. Yeah. Very offensive. Yeah, and yeah. Here and look yeah. And here. Muchas yeah. Gracias. Muchas gracias. Yeah. Yeah. Sometimes I do stupid error because I attack, but yeah. It's your play style. It's very nice to see. Yeah. I wish you very luck, my friend. Thanks, brother. I wish you too very luck. Heißt es nicht so? Mit auch Hammer Dragon kommt im. Ne, wirklich der Beste. Der Beste. Und Tex direkt hinterher. Und der Coach auch von Mo, muss man auch erwähnen. Der Coach von Mo kommt auch. Hisas kommt jetzt auch auf die Bühne. Halbfinalist Nummer 3, Freunde, Super aus Mann. Italien. Sehr sympathisch. Mr. Olieto. Golden. Kommt auf die Bühne. Der vierte Halbfinalist. Freunde, es geht jetzt hier schon um was. Der Gewinner aus diesem Spiel hat safe 7.000 Euro in der Tasche. Mal gucken, wer das Ding am Ende gewinnt. Es geht hier um 20.000 Euro, ihr seht es hier vorne. Das kann man gewinnen und den Pokal, den juckt glaube ich niemand. Ich glaube, der geht in irgendeine Abstellkammer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Event hier auf Eli Gellers Kanal. Und zwar ein unglaubliches Event. So einzigartig, das gab es hier in den letzten Jahren gar nicht mehr. Und zwar sehen wir hier die Top-Partien und wir starten hier direkt rein mit der Ultra-Defensive. Eli Geller, dieses Event ist mal wieder unglaublich. Du machst das. Vielen Dank. Du machst das Unmögliche möglich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guck mal hier, da sind sie direkt nervös. R9, oh. Aber so der Italiener, super. Letztes Jahr Weltranglisten in den Top 10 gewesen und italienischer Guck Meister. Es dir an. Ja, ich sehe es. Guck es dir an. Das ist der Ball, das ist der Ball. Das ist der magische Ball. Oh, Mo. Ich glaube, Tex hat die wenigsten Gegentore in dem Turnier bis jetzt kassiert. Echt jetzt? Ja, also das Aber der hat ja auch super Defensive. Der hat ja auch eine super Defensive, ne? Der hat auch sehr defensiv gestellt. Was war denn das für eine Variante? Haben wir mit Restrictions gearbeitet, das heißt, warte mal. Der ist 1-0 drin. Hammer. Der ist drin. 1-0 Mo Auber. Mo Auber. 1-0 für Mo. Tex nimmt einen Schluck Wasser. Mo interessiert es nicht. 0-0. Und der Ball ist rund. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Wie gesagt, erstes Spiel 3-1. Danach macht er ihn 2-0 platt. Mo kassiert auch keine Dinger. Der Und macht das hier nur Spaß. Geht mit 1-0 in Führung. Alter, warte mal ganz kurz. Was passiert? Hier sind gerade zwei Tore gleichzeitig passiert. Aber weißt du was? Ich fand letztes Mal auch euer Teammates-Event. Jetzt, ich sag das wirklich neutral. Warte mal ganz kurz. Der ist drin. Oh mein Gott. Mo kassiert ihn. Mo 1-1. Das ist kein Also Neymar macht das von Natur aus, Freunde, den Jubel. Nicht wundern. Provokation. Nein, das ist Provokation. Das sehe ich in seinen Augen. Guck mal, wie konzentriert er ist. Das ist Teaks. Teaks muss sich beruhigen. Ich finde, man merkt es doll. Oh mein Gott, wie hält er den? Digga, was war das denn? So eine Katze. Super Ball. Da auf der zweiten. Er wollte den. Oh mein Gott. Den hat er. Oh, Messi. Lauf doch! Oh, er sieht es. Lädt sich nicht. Aber ich sag dir, ich hab's gesehen, er wollte. Rüber, Regie, rüber. Achso, ihr seid schon da. Nicht nur, ja. Oh mein Gott. Chat, seht ihr das genauso? Aber Chat, dann seid ihr die Besten. Guck's dir an. Guck jetzt, wie er Torwart steuert. Er muss sich richtig entscheiden mit Torwart steuern. Und er schafft. Wie krass!
Also, wie willst du da ein Tor schießen? Jetzt mal ehrlich. Richtig krass performt hat. Wurde er dann Zweiter? Nee, er ist da in der Gruppenphase, glaube ich, sogar rausgeflogen. Bei der WM. Oh mein Gott, der Joe. Grünes, rotes Time-Finish. Ab und zu auch mal den roten Time-Finish hitten, weil der geht manchmal rein. Guck mal, auf Lucky. Guck mal, Mo. Den macht er. Oh, Mo. Mo. Das war der rote Time-Finish. Das war der normale. Das war der rote Time-Finish. Oh mein Gott. Guckt ihn euch an. Ein Macher. Sein Gesichtsausdruck Mo konzentriert. 2-1 vorne. Mo für 2-1, Chat. Ja, ich sehe es. Völlig krank. Oh, Tex kommt davor. Er schlägt Mbappé. Oh mein Gott. 2-2. Aber damit sind beide quitt. Beide haben ein Scheißtor geschossen. In der 86. Da kommt Hashtag R9. Guck's dir an. Ja, ja. Wir haben es ja beide beschworen. Ja, ja, ja. Und im anderen Spieltag ist das jetzt zu Ende, Freunde. Das andere Spiel ist 1-0 zu Ende. Kiesers gewinnt das Spiel 1-0 und geht jetzt gleich ins Rückspiel. So, letzter. Es ist jetzt. Boah, er kriegt ihn. 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 Er kriegt ihn! Latte. Oh mein Gott! In der 90. Minute Latte. Mit Nachspielzeit hat er. Du Scheiße, hat er so viel Glück. Ach du Scheiße. Das verstehe ich gerade nicht. Guck mal, aber die nehmen es mit Humor. Bruder, er lupft, mein Gott. Er lupft ihn in der letzten Sekunde. Wie cool war das denn? Also was wollte ich sagen? Ach ja, diese 20k sind cool und es steht 1-0 für Hisas overall, 2-0. Damit ist gerade der Mann im Finale. Tut man das auch? Ich glaube schon, ja. Echt jetzt? Ja, ja. Ah, okay, das ist ich krass. Weiß nicht, ob das gelenkt war. Ich oh, der ist drin! Gott. Er kommt zurück ins Game. Der Schwede, ja. Macht das, ey, das ist unglaublich. Olieto macht das 2-1, Anschlusstreffer. Ich hätte mir die Hand gebrochen, hätte ich den linken Stick da nochmal gedrückt. Aber er hat direkt die Taktik geswitcht. Und der Italiener jetzt hier 3-1. Mit 3-1 Mbappé in Form, Leute, auch vom Markt kaufen, der ist super. Ja. Guckt euch das mal an. Genau. Da wird da gar nichts geblockt, weil die immer noch einmal rüberspielen. Mo, 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 3-2, Mo, Obermischling. Die müssen halt jetzt ruhig bleiben. Die müssen ruhig bleiben, Freunde. Und er spielt rüber, sage ich. Was? Oh mein Gott. 200 IQ. Das war smart. Das war 200 richtig, IQ. Richtig smart. 200 IQ. Krass. Also ich hätte rüber gespielt. Ich glaube auch, wenn er rüber gespielt hätte, wäre es geil gemacht. Oh, geil nein. Gemacht. Ja. Nein. Geil gemacht. Tut mir leid, muss ich so sagen. Super Tix, gespielt das. Von Tex. 3-3 für die englischen Zuschauer. Phenomenal goal from Tex. He cancelled his shot and switched to the left foot and shot in the top corner. Very nice goal for F2Tex. Ehrlich, der Beste. Auf diesem Kanal findet sowas statt und das wird öfter stattfinden, ja? Mit eurem oh mein Gott, 4-3 Tex. Ich fass es nicht. Wie gut. Very phenomenal goal from Tex. He played very well. Passiert nicht, passiert nichts. Wir bleiben. Oh! Fataler Fehler. Das fataler. Was? Ja. Aber hat er umständlich gemacht? Hätte ich niemals so gemacht. Hat er umständlich gemacht. Hier passiert so, einiges. So, hier geht's weiter. Der Italiener ist dran. Hisas macht das Ding. Super Pass. Ich glaube, sah aber nach Abseits aus. Ja. Kein Abseits. Nein, kein Abseits. Kein Abseits. Das Ding ist drin. Was? Das ist ja krank. Wirklich so die Creme de la Creme. Nein. Und hier kommt jetzt vielleicht das 5-3. Wir sehen schon wieder. Und gegen den Pfosten. 5-3. Hisa führt 5-3. Digga, was? Guck mal, das meine ich, Digga. Seine Spiele sind so geil. Es steht 4-3 im Rückspiel, Digga. Er muss jetzt ruhig bleiben und hier, warte mal. 6-3. Was macht er da mit dem? Was macht er mit dem? Ist auf den Weg ins Finale, Tex. Okay. Also ich muss auch Mo sagen, ganz kurzer Tipp von mir hier, Ginola links außen zu spielen ist Quatsch. Und der ist drin. Abseits. Er hat ihn abgespielt und er ist abseits. R9 war nicht im Abseits. R9 war nicht im Abseits. R9 war nicht im Abseits, aber ich glaube dann, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ganz genau gesehen. R9 war nicht im Abseits. R9 nein, nicht. Der passt danach. Der passt danach, war im Abseits. 100%. Boah, er hat den richtig ausplayt. Der ist so krass im Tunnel die ganze Zeit. Er redet mit niemandem. Und ich glaube hier... Oder ja, ja. Das Ding ist drin. Durch. Seine Spieler so weit vorne sind, ich glaube, die kriegt er manchmal nicht richtig angewirrt. Der hat da kein ZOM oder sowas, der da mal ein bisschen Gas gibt. Nee, ja, ja, Abseits, ja, Mo! Abseits, Abseits, nein. Abseits. Das fasse ich nicht. Der war doch niemals im Abseits. Das, also der war drin. Der war hundertprozentig drin. Ja, ja. Ach so. So. Oh, bitte verteidige den. Ja, das ist super. Nein, 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 nein. Das oh, ist jetzt, der Abfall. Ja, passiert. Ist es passiert. Es ist passiert. Tex ist höchstwahrscheinlich im Finale, Freunde. Mo braucht 2 Tore in 10 Minuten. He looked like the old... Ah, und hier 8-3 hieß das im Finale. Er führt hier mit 2 Toren. Es sind noch 4 Minuten. Die eine Abseitsfalle war... Was macht der denn da? Was macht der denn oh da? Oh mein der Gott! Der ist drin! Okay, okay. 3 Minuten mit Nachspielzeit, okay? 3 Minuten mit Nachspielzeit. Mann oder Maus. Es wird aber... Nein, es nein, ist, nein, ich glaube, er muss alles... Man kriegt es aber manchmal nicht hin. Er muss einmal den Ball bekommen. Ein einziges Mal. Er muss einmal den Ball bekommen. Jetzt kann er pressen. Lass R9 laufen. Es ist zu Ende. Lass R9 laufen. Lass R9 laufen. Es ist zu Ende. Der muss auch... Es ist zu Ende.
Es ist zu Ende. Es ist zu Ende. 5-4. Wäre dieses Abseitstor im Finale. Tex gegen Hisas Freunde. Super Spiel. GG an beide. Wirklich, ich gönn's beiden. Sehr, sehr krass gespielt. Tex steht damit im Finale gegen Hisas Italien, gegen England. Es gibt ein Rematch zum Europa. Ey, das ist krass. Ja, ist krass. Das ist sehr, sehr krass. WM war das. Ja, WM. Nee, EM. Ich wollte dich nur erwischen. Wir sind jetzt hier wieder in der Location. Heftige Spiele. Wir fangen mal an hier mit Mo. Gib deinen Senf dazu. Es war, bevor ich was sage, es war richtig geil zum Zugucken. It was very, was heißt geil auf Englisch? Entertaining, man. Entertaining, yeah, aber nice entertaining. So very cool. Er hat Spaß gemacht. War ein Halbfinale, ist super. Super Gegner. Ja, gut. Hat Spaß gemacht. War aber geil. Waren natürlich zwei Abseits-Tore. Aber die eine Abseitsfalle hat er richtig geil gemacht. Also, Tex ist ein super Spieler. Sag was auf Englisch zu dem Mann. Muss man sagen, he's the best. And yeah, I hope in the World Cup he's sick. Okay, Tex, what do you think? It's a close game, but at the end of the day, you can't lose to a man with a broken arm. Ja, man muss sagen, Freunde, Mo spielt hier mit einer gebrochenen Hand. Und einfach mal ein GG an Mo, dass der Mann hier so weit gekommen ist. Der kann seinen Controller nicht mal zu 100% halten. It's a close game, to be honest. My goals were a little bit lucky. I missed some chances, but like, I think it's a 50-50 game. If we play again, I think Mo would win. Like, I mean, it was 50-50. A 50-50 game. Very entertaining for the people. Yeah. Very, very nice. Do you know his result? Nah, his has won, didn't he? Yes. What do you think? How high? Maybe like 40? No. 70? No. More? Yes. I don't want to know. Don't do me like eight, that, three. Takes. 8-3. 8-3. Don't do me like that. But Olieto, say something. You're a very nice guy, very well played. Do you think it was deserved? I think the win was deserved. I think the scoreline, I mean, it could have been much closer, but I prefer to like go for it when I have the opportunity instead of like losing by only one goal, for example. So I went for it by the end of the game, and I mean, I think it was a super close game, maybe a 50-50 one, but Hazers here played super amazing, and yeah, I think we will have a very good final now. Und Freunde, wir gehen los. Hisas kann reinkommen und wir klatschen jetzt. Das sind die beiden Finalisten. Haben sich durchgesetzt, die besten 32, also Top 32, und die Männer haben es jetzt hier geschafft. Im Finale safe 7000 Euro und jetzt geht's los, Freunde. Und Dex kommt auf die Bühne. Können wir auch das gleiche Spielchen machen, Freunde. Der wahrscheinlich beste Spieler overall der letzten Jahre mit Badeschlappen, ich glaub's nicht. Können wir eigentlich nochmal Regie? Ich habe gerade gehört, wir können zusammen auf den Turnierbaum vielleicht mal schauen, wer wo, genau, wie, was, wann gewonnen hat. Das würde mich auch mal interessieren. Guckt euch das an, der die Weg Namen, von Tex, ne? So rasiert. Die Namen, guckt ihr das mal einfach. Aber guck mal hier, was ist denn das? Musti raus, Umut raus, Dullenmaik raus, Sakul raus. Einfach Predator auch noch raus. Fünf von sechs Deutschen sind fünf rausgeflogen im Achtelfinale. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, definitiv nicht. Aber auch wenn du so den Weg anschaust, also Hesas hat Dulli rausgeworfen zuerst, dann hat er Levi rausgeworfen, der wahrscheinlich mit der krasseste Favorit war. Ja. Olelito ist auch nochmal eine richtige Bank und jetzt hat noch Tex. Also generell, wenn du dir, egal welchen Weg du dir anschaust, ist halt so ein krasses Pflaster, über das du rüber musst bis jetzt hier ins Finale. Predator hätte ich halt hart gegönnt, weit zu kommen, weil nach der Gruppenphase mit dem Torverhältnis und so weiter und so fort, das wäre schon heftig gewesen. Ja, das wäre echt geil. Ja. Aber Freunde, Tex, was soll ich euch erzählen? Tex, guck mal, der gewinnt gegen Oli Bolli. Der gewinnt gegen Maestro. Maestro haut Sakul 8-2 oder so raus. Also Maestro war auch ein absolutes Brett, wie jeder andere da auch. Und er hat es trotzdem geschafft, im Halbfinale dann auch gegen Mo zu gewinnen. Und ist jetzt auch, meiner Meinung nach, Mo hat es schon gut gesagt, es war ein 50-50-Game. Aber sowas braucht man dann halt am Ende, so ein bisschen Glück. Und er gewinnt dieses Spiel da im Halbfinale und ist jetzt im Finale um 20.000 Euro. Wie früher auch immer, wo er im Finale war, gegen den, er ist italienischer Meister, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Oder er hat auf jeden Fall mal die italienische Meisterschaft. Ja, ich meine auch. Ich bin auch noch nicht so tief drin in seiner Historie, aber... Weil es ihm ja auch noch nicht so lange gibt, tatsächlich, ne? Aber das ist so dieser Aufschlag. Du hast eigentlich jetzt so Tex, jetzt seit FIFA 18 im Prinzip voll am Start. Offline-Event-Erfahrung komplett da. Und jetzt Hazers, das erste Offline-Event, was der tatsächlich jetzt gespielt hat. Die erste große Bühne. Und da ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Der Mann kann sich hier komplett einen Namen machen. Für alle, die später reingekommen sind, ne? Tex spielt in Rot. Tex in Rot, Hisas in, was ist das für eine Musik? Ach, Liverpool-Musik. Jawohl, you never walk alone. Außer es ist halt lange unentschieden. Dann werden sie wahrscheinlich auch lange die Bremse angezogen haben. Aber warte mal ganz kurz. Vielleicht, okay. Hier kommt wieder ein Druckpass, guck jetzt. Aha, Dollar, denkst du? Und guckst dir an. Kein Abseits. Guckst dir an.
Oh. So wichtig, das so zu verteidigen, boah, genau, ja, wie kann man in den Passweg so reinzustellen. Wie ruhig. Jesus ist mit einem, ich weiß gar nicht, wie viele Tore der geschossen hat, aber oh, Ballrolle. Superpass. Oh. Und die steuern auch alle so gut den Torwart. Ne? Ja. Und ja, nochmal wirklich danke an der Stelle hier. Fast. Warte mal. Fantastisch. Oh! Tor! Wie geil. Nein, ehrlich, das macht er auch geil. Boah. Ich hätte je, also 95% von uns schießen mit Mbappé, oder? Absolut. Also er steht in der perfekten Position, ja, nach dem Außenelastico. Und dann nochmal quer zu legen. Ja, das ist geil. Wahnsinn. Krass. Es ist einfach nur krass, ehrlich. Ja, Konzentrationsschwierigkeit da. Ja. Es ist die geballte FIFA-Klasse hier in diesem Finale am Start. Das ist auch spannend. So, hier kann jederzeit irgendwas passieren. Guck mal, da liegt irgendjemand auf dem Boden. Was ist das? Guter Ball. Sehr schön mit Druck, wow, gespielt. Und jetzt schließt er. Er macht's. Oh. Der steht warte mal. Zweiter Ball. Oh mein Gott, aber ich glaube, es war Abseits. War es nicht Abseits? Ja. Oder? Nee, war kein Abseits. Boah. War kein Abseits. Jetzt bitte. Jetzt hat er eine gute. Nein, schon wieder falsch. Tor. Oh mein Gott, 1-1. 1-1. Ich dachte, er hat schon wieder verkackt, ne? Ausgleich. Er macht's gut. Hisas, es steht 1-1. Er macht wirklich den Treffer. Hat er sich aber auch verdient da die letzten 5 Minuten. Du musst Selbstvertrauen haben. Und wenn du mit einer Niederlage ins zweite Game gehst, dann bist du vielleicht ein bisschen gebrochen und hast nicht mehr so viel Selbstvertrauen. Ja. Das ist es halt. Also Chat fragt immer wieder, es gibt ein Rückspiel, Leute. Safe. Ja. Boah, Ronaldo, ne? Und eben Mbappé. Mbappé komplett durch. Ist er Abseits? Nee, kein Abseits. Kein Abseits. Flirtet nur mit der Abseitslinie. Kein Abseits. Das ist die Chance. Super. Muss er machen. Super. 2-1 Text. Hat er geil gespielt, Chat. Du kannst dagegen auch nichts machen. Du weißt, dass die Ballrolle kommt, aber du kannst nichts machen. Egal, was passiert, und das ist halt so ein scheiß Gefühl. Text, also als Verteidiger, Text wird dieses Spiel gewinnen. Er muss irgendwie schaffen, hier kein Gegentor zu kassieren. Boah, aber er kriegt die eine große Chance. Wie frech wäre das geworden, ja, Mann. Es das bleibt frech beim 2-1. Wow, Leute, ey. Spannende Was ist Kiste. Das für ein Finale? Spannende Kiste. 2-1, Freunde, Rückspiel. Wer wird's? Donovan Hunt alias Tex oder, geiler Name finde ich auch, Isa, Lucius Vecchione. Lucius Vecchione? Ah, der könnte auch Zehner bei Italien sein, ja, oder? Ja, ja, Lucius Vecchione. Oh, wie guckt da ihr das an? Guckt ihr Lucius da an? Guck, was dir Start? Guck dir Lucius doch mal an. 2-2. Buongiorno. Und schon reden wir nicht mehr von Vorteil, sondern wieder alles offen. Beide werden sich wieder abtasten, sage ich. Oder? Ich denke eher, dass ich da Text jetzt angefressen ist. Ja, okay. Guckt es euch an. Und wir haben die 710.000 Follower geknackt. Vielen Dank. Und Text kommt, Mitte. Nein, er macht's nicht. Er wird Torwart steuern. Oh, oh mein Gott. Der kriegt er den Millimeter ihn Raum und den nutzt steuert, aber er kriegt ihn nicht hin. Boah. Aber den Mann wird's nicht interessieren. Er, ach, guck mal hier, der geht schon wieder nach vorne. Player Locks, komm rein. Elastico, ich wusste es. Und ich wusste es. Wow, er kommt zurück. Wow, das wow, ist Qualität. Wow. Das ist so geil von beiden. Wirklich. Wow. Ich habe Zeit. Ich sag's öffentlich. Vor 150.000. Dann müsst ihr das halt mal machen. Die Sachen sollen ja OP sein. Es muss doch irgendwas. Guck ihn dir an. Oh, Stange. Abseits. Und wir haben die 100. Oder warte mal ganz kurz. Hier vorher nochmal. Boah, das ist so scheiße zu verteidigen, ne? Und das ist ein Wahnsinnsball. Und das ist krass gesteuert. Oh. Vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen. Und jetzt genießt einmal die letzten Minuten, Freunde. Guckt euch den Ball an. Der spielt sehr gut. Der ist so gut unterwegs, der Junge. Wie krass der Mann das macht. Und Text, guckt da erstmal jetzt, was der... wow. Und wie kalt kannst du bitte sein? Ja, da nochmal rüber zu spielen. Ey. Wie krass ist denn das? Digga, was, meine Nerven machen das nicht mit, ne? Und wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Es kann oh noch so Gott. Viel passieren. Guck's dir an, was das gibt's nicht. Ich glaub's nicht. Oh, das ist ein fertig. Bisschen Glück und viel italienische Abwehrwertarbeit, ja? Ich sage so, wie es ist. Ich gehe danach zu Hisas und sage, hör mal zu, wie sieht's aus? Dir würde rot, rot-schwarz würde dir stehen, hä? Fokus, 1, 2, 3, Fokus. Fokus Hisas, wie sieht's aus? Da bahnen sich große Kenn Geschäfte nichts, an. Kenn ich gar nichts, mein Freund. Also wenn Hisas gewinnt, heute Abend an der Bar Amaretto seinen Nacken, oder? Gut dabei, ja, muss er. Guter Ball, wieder ein guter Ball. Kommen die Abseitsfallen. Da kommen die Abseitsfallen. Der dreht sich der einfach ist nur der rum. Wahnsinn. Er dreht sich er einfach ist nur rum. Der Wahnsinn. Und eine ganz kurze Und Faust, er ehrlich. Ist weiter drinne. Tex muss 2 Tore schießen. Echt, also großen Respekt an Tex, aber manchmal nicht so richtig durchstrukturiert, ne? Sagst du, da muss er mal bei dir im Chat Ausrufezeichen Taktik rein. Absolut. Oh, guck dir den Ball an. Und wir haben ein Game. Ich nehme alles zurück. Wir alles zurücknehmen. 5-4. Wow. Und jetzt spätestens kommen wir in die Phase, wo wir sagen, wie Tore fallen, komplett egal.
Oh, er könnte den Sack zumachen. Er könnte den Sack zumachen, er muss sein Torwart steuern. Er muss sein Torwart. Oh, Nervosität. Boah, aber wie der da den Text in die Schule schickt. Ey. For the English people, this is a very tough game. Very nice to casting. I hope you have fun. My English is not so good, but an amazing game. Amazing game, EA Sports. Look at... Elfmeter, nein. Nee. Wird laufen gelassen. Oh, jetzt nochmal. Was? Was? Oh! So nach Elfmeter. Wo ist der Videoref? Wo ist der Videoref? Das sah so nach Ava aus. Guck jetzt, zweite Stange, ich sag's euch. Tex needs one goal to be the equalizer. Ja. Robby, mal weiter. Vinicius, der hat so die Position. Shoot! Great save! Unglaublich, ehrlich. 5 Minuten jetzt auf den Ball treten, dann hätte er vielleicht einen Freistoß bekommen. 5 Minuten, seine Spieler können nicht mehr, Freunde. Für die, die sich fragen, er kriegt ihn noch. Und er kann... Oh! Ganz ärgerlicher Fehlpass. Boah. Ganz öliges Finale. Die wollen nicht mehr nach vorne. Jesus guckt sich die Eckfahne ganz genau an. Er guckt sie sich an. Er geht nach hinten. Er macht alles richtig, Freunde. Das wäre unfassbar. Es geht um 20.000 Euro. Boah, wie die Düse geht. Tex spammt Abseitsfall. Er kommt nicht an den Ball. Wie lange ist Nachspielzeit? 1 Minute. Er hat's. Ja. Er wird's haben. Tex aufs Glatteis. Er hat's. Das Ding ist durch. Jesus gewinnt 20.000 Euro bei seinem ersten Offline-Event. Und Tex, der gewinnt. Sagt doch. Oh, guck mal, wie sympathisch. Ja, das ist halt geil am Offline. Du kannst nice, direkt ehrlich. Rüber und dem Gegner Respekt zollen. Wirklich cooles Spiel. Wirklich, das war Werbung. Kann man klatschen. Werbung für den E-Sport. Wow. Werbung für den E-Sport. Und was macht er jetzt? Direkt Insta-Story? Wow, direkt Insta-Story. Direkte Werbung bei Fokus Club. 20.000 Euro. Der Mann kam. Kannst du mal nachgucken, ob er sich qualifiziert hat über die Online-Qualifier? Er ist ein Qualifier, ja. Er war im Qualifier. Ja, ist ein Qualifikant für den Cup. Freunde, er war einer der 8, der sich für dieses Turnier qualifiziert hat. He was a qualifier for this tournament. Hey, my friend. Very nice game, very nice coaching, very nice played, best game. Worst game. No, you played, both of you played very well. It was 150,000 people watching your final, yes, very crank. Congratulations. I thank you, was heißt das? Ich bedanke mich bei euch. I thank you for your Pain? Was heißt das für deine Teilnahme? Thanks for participating. This is your trophy. Congratulations. Kannst dich aussprechen. GG. Very nice. You played very well. Oh, er weint. Nein, you. No, ich dachte, er weint. He cried not. Ich dachte, er weint. Ich dachte, hier, bueno. GG's, my friend. 20.000. You can buy very a lot of pizzas. Very a lot of pizza. Donovan, my friend. You have 175k. It's very nice. What do you think? What was... It's a good game, to be honest. Yes? It could have gone either way. Like my game and my Alba. We both had chances, but I do want to say thank you for running this event. No problem. Actually, thank you. It was a pleasure to be... I hope you are here. Everything was perfect, except thanks. 7.5k, 7k, very... Ich sag ganz jetzt 7.5, ne? 7k ist so... Ja, 7, mein Gott, dann halt 7k. 7k hat er trotzdem gewonnen, Freunde, er ist leicht gebrochen, kann man aber auch verstehen. Mo, 1.500 Euro. Ist cool, ist wie als wenn du so den Montag Edigella Cup gewonnen hättest. Achso, Mikro, kann ich kurz? Danke. Hey, very... Ach, du bist ja Deutscher, kann ja Deutsch reden. Sag mal, wie fandest du? Ja, hat Spaß gemacht. Hab's vermisst. Wirklich, hat Spaß gemacht. Ja, hätte er Wies gewonnen, weißt du, dann würde ich sagen, okay, der hat sogar verloren. Ich habe gegen den in Gruppen gewonnen 2-mal, ich hab den besiegt. Aber ey, GG ist auch an die Teilnehmer. Ey, das ist der Beste, was ist das denn? Wirklich krass gespielt, ne? Gut offensiv gespielt. Offensiv, wirklich krass. Ja, cool, wir sehen uns. Orieto. 1.5k. It's nice. Perfect. Jetzt, so what do you think? What...
I want to say thank you to all my supporters. Thank you to Elias once again. No problem. He is the best. No. Thanks to Musti, Ali, Bene, everyone from Germany. You guys are simply amazing. Meeting everyone here is super fantastic and thanks for this event. Thank you. No problem. Freunde, das war's vom Event. Wir können sagen, wir waren das größte FIFA E-Sport Event, was es bis jetzt gab, glaube ich. Ich meine, in Barcelona war es ungefähr gleich. Ich muss mal recherchieren, aber ich glaube, wir hatten fast die 150.000 Zuschauer. Völlig geisteskrank. Da hat man mal gesehen, was man alles erreichen kann mit FIFA. Wir hatten sie 150, wurde mir gerade gesagt. Wir hatten über 150.000 Live-Zuschauer. Ich meine, damit waren wir das größte FIFA-Event. Danke nochmal auch an Fritte und generell an alle, die hier am Start waren. Ein Applaus für Eli! Na, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Na, alles gut. Ich bedanke mich nochmal für alle Sponsoren, die am Start waren. Ohne die Sponsoren wäre das hier alles gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank für den Support, die ganzen Follows, die ganzen Subs, alle Leute, die am Start waren, mein Management, die auch hier so viel gemacht hat. Und Dankeschön an alle, die wirklich hier auch am Start waren, hier die ganzen E-Sportler, die hier auch da waren, so im Hintergrund. Wurde sehr viel gemacht. Ich hoffe, dass wir sowas wieder machen können. Ich brauche ein Mikrofon. You have the last words. It's not easy, but every time that I play, but only all people that play competitive, they train for these days. And for me, it's important and beautiful because the start of season was not too good. And at my first experience in LAN, I win. It's your first LAN event? Yeah. And what do you think? It was... I see my veins. Oha, das ist richtig. Wirklich nochmal. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke auch nochmal an alle Follows, Freunde. Ihr könnt hier nochmal gerne, ich hab's noch gerettet. Ihr könnt alle nochmal gerne ein Follow da lassen auf den Twitch-Kanal. Checkt alle Teilnehmer ab, die hier am Start waren. Checkt unsere Firma ab. Sydney, Willi und ich haben ja auch heute announced, was wir in Zukunft machen mit dem Vitaminwasser. Ich habe schon die Nachrichten teilweise gelesen auf mein Handy. Da gab's sehr viele Glückwünsche. Wir haben fast 100.000, ne? Irgendwie 90 oder so. Wir haben über 90.000 Follower auf der Seite. Wird in Zukunft sehr, sehr viel kommen. Ich bedanke mich an alle, die hier irgendwas mit dem Turnier zu tun hatten. Wir werden uns jetzt verabschieden. Wie gesagt, danke an alle, an die Sponsoren, an die Zuschauer, an die Teilnehmer und an alle. Ich bin seit 10 Stunden online, ich habe noch nichts gegessen. Das war's.